Streichungen und Kürzungen, enorme Zuzahlungen bei Arztbesuchen und vieles mehr. Kurz, das Leben wird immer teurer. Neue Regelungen und tiefere Einschnitte in den privaten Geldbeutel bringen das Fass fast zum Überlaufen. Die Menschen sind erschüttert und suchen Antworten auf ihre Fragen. Aus diesem Grund fand jetzt ein Gesprächs- und Diskussionsforum im brandenburgischen Viertel im Evangelischen Gemeindezentrum statt. Neben Themen wie »Was verlieren Erwerbslose ab 2005?« oder »Kann man der Politik noch trauen?« war auch der Glaube und die Suche nach Gottes Spuren ein Thema. SPD-Bundestagsabgeordneter Markus Meckel zog geschickt Parallelen zwischen Bibelversen und der harten Realität und provozierte so eine hitzige Debatte. Sicher ist, dass nicht für jedes Problem eine Lösung gefunden werden konnte, aber dass es immer einen Weg gibt, ob nun mit Gottes Hilfe oder ohne.